Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy VII und der Geschichte von Sephiroth und Cloud oder dem Beginn von Cloud und Sephiroth. Wir folgen ihm. Hier stinkt's ganz schön nach Marco. Wir laufen einfach mal vor. Cloud ist ja so der kleine Junge. Hey, Moment mal. Ist das nicht, der Name von Sephiroths Mutter? Ich erinnere mich an Jenova, dieses verdammte kopflose Gespenst, das im Shinra-Gebäude lebt. Das stimmt. Barrett, würdest du uns bitte hören lassen, was Cloud zu sagen hat? Fragen kannst du hinterher stellen. Tifa, ich hab doch nur... Okay, Cloud, fahr fort. Die Freunde sind wieder vereint. Ich war wirklich überrascht von Tifa. In der Stadt ist es ruhig. Alle bleiben wahrscheinlich aus Angst vor den Monstern im Haus. Nein, vielleicht haben sie Angst vor uns. Wir machen uns im Morgengrauen in Richtung Reaktor auf. Seht zu, dass ihr früh ins Bett kommt. Wir brauchen nur eine Wache, sodass die anderen etwas ausruhen können. Oh, und... ihr könnt eure Familien und Freunde besuchen. Ich hörte, dass Sephiroth kam und habe mein Fotoapparat gezückt. Ich möchte ein Bild von Sephiroth und einem Monster. Fotografiere mich, geh ins Haus zurück, es ist gefährlich. Na gut, Schwachkopf. Hey, dieser Typ ist echt... Bist du Cloud? Oh, wirklich? So, ist das also... Ja, komm, hau ab. Mensch, Cloud, aus dir ist ein gut aussehender Junge geworden. Dann fotografier mich. Es ist gefährlich. Geh ins Haus zurück. Ja. Tschüss. Willkommen. Hey, bist du nicht... War ich schon mal hier? Ich kann mich nicht erinnern. Jetzt gehst du mir aber auf die Nerven. Das ist doch egal. Mach schon weiter. Das ist mein Haus. Es hat nichts mit dem Ereignis vor 5 Jahren zu tun. Okay, ich soll das Richtige finden. Warte, ich will das hören. Ich auch. Es ist schon lange her, oder? Erzähl uns mehr. Du hast deine Familie gesehen, oder? Okay. Ich weiß nicht, ob man es Familie nennen kann. Mein Vater starb, als ich noch klein war. Darum hat meine Mutter allein in dem Haus gewohnt. Ja, ich habe meine Mutter gesehen. Meine Mutter war ein sehr lebensfroher Mensch. Sie hat sich überhaupt nicht verändert. Aber ein paar Tage später starb sie. Aber als ich sie sah, schien alles in Ordnung. Ah... Ja? Cloud? Willkommen zu Hause, Cloud. Hallo, Mama. Komm, lass dich anschauen. Du siehst wirklich gut aus. Es kommt bestimmt wieder irgend so ein Mädchenspruch von wegen, ja... Ist das eine Uniform von Soldier? Mama, ich... Mensch, bist du gewachsen. Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe, sag ich doch. Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mehrere wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Das hatten wir doch auch schon. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Isst du auch richtig? Es geht mir gut. Die Firma kümmert sich um mich. Wirklich? Du kannst nicht kochen, oder? Ich habe mir wirklich Sorgen um dich gemacht. Cloud? Du weißt das, Cloud? Nicht wahr, Cloud? Ich werde immer deine Mutter sein. Lass uns damit aufhören. Okay, so ein bisschen krank, komisch alles hier. Seine Erinnerungsflash. Cloud?
Bist du in mein Haus gegangen? Ja. Ich dachte, du wärst zu Hause. Aber sie war nicht da, wie es ausschaut. Doch oben vielleicht. Cloud, bist du in mein Zimmer gegangen? Ja? Und dann hat er an ihren Sachen geschnüffelt und ist an ihren Kleiderschrank gegangen. Ja, was soll ich denn hier oben? Jetzt meckert sie ihn bestimmt gleich an, dass er in ihrem Zimmer war, ist mir aber recht. Ich mag tiefer. So, nix los, ne? Oder war er da, ist das was hier? Nee. Was hat das jetzt gebracht? Dann gehen wir da mal rein. Was ist das hier für ein Haus? Wer ist das? Oh, du gehörst zu Shinra, willkommen. Oh, es tut mir leid, du bist es, Cloud. Ich hab dich nicht erkannt. Shinra? Shinra? Soldier? Salsa? Wirst du die Ungeheuer töten? Wirst du? Ja, wir töten die Ungeheuer. Hier oben im Zimmer, wo nie was ist. Was? Warte mal, da ist so eine Kiste. Klauen wir denen was? Wollen wir mal gucken, was da drin ist? Oh Mann. Kann man nicht ran. Na dann, wieder raus. Und nu? Gehen wir mal zu Sephiroth. Wo ist er denn? Ist Shinra hier, um die Monster loszuwerden? Und wer bist du? Ich heiße Zangan. Ich reise um die Welt und unterrichte Kinder in Kampfsportarten. Ja, ich habe 128 Schüler in der ganzen Welt. In dieser Stadt habe ich eine Schülerin namens Tifa. Hast du Tifa? Tifa ist begabt. Sie wird einmal eine gute Kämpferin werden. Jo. Hau rein. Dann gehen wir mal nach oben. Der müsste doch hier irgendwie oben sein, oder? Da ist er doch. Was schaust du so? Diese Gegend. Ich habe das Gefühl, als würde ich diesen Ort kennen. Wir müssen morgen früh aufstehen. Du solltest bald schlafen gehen. Es ist noch so früh. Ja, lass uns schlafen gehen. Ich werde dich morgen nicht wecken. Nö, kein Bock zu schlafen. Wir haben ein Bett zu wenig. Ja. Kannst ja da stehen bleiben, wache machen. Hast du Pech gehabt. Ich krieg das Bett. Ich nehme das hier in der Ecke. Da schlafe ich. Und du, mir egal. Und wir gehen schlafen. Ich habe eine Leiterin zum Mako-Reaktor engagiert. Ich hörte, sie ist noch jung. Ich hoffe, wir können uns auf sie verlassen. Und jetzt läuft er nochmal zu tiefer, oder was? Nee, da vorne hin. Ja, nu? Sobald die Leiterin da ist, machen wir uns auf den Weg. Hör zu, Sephiroth, falls etwas passiert. Vertrau mir. Es wird schon gut gehen, Papa. Ich habe zwei Soldiers als Leibwächter. Ich heiße Tifa, nett dich kennenzulernen. Tifa, bist du die Leiterin? Stimmt, ich bin zufällig die beste Leiterin in der Stadt. Es ist zu gefährlich, ich lass mich in sowas nicht reinziehen. Kein Problem, wenn du sie beschützt. Lasst uns gehen. Darf ich Sephiroth, darf ich ein Erinnerungsfoto machen? Tifa, kannst du auch für mich fragen?
Ja, wir machen ein Gruppenfoto. Alle lächeln. Bitte lächeln. Prima, danke schön. Oh, ich will das Foto sehen. Ich möchte das Foto haben. Jeder bekommt einen Abzug, sobald es entwickelt ist. Oh ja. Mit Nibel wurde ein Makoreaktor gebaut. Die kalte Bergluft von Nibel war die gleiche. Ab hier wird's schwer, mir nach. Naja, die traut sich ja was. Oh, die Brücke. Na super. Es scheint keinem was passiert zu sein. Ist der Rückweg jetzt versperrt? Die Höhlen sind miteinander verbunden, wie Gänge im Ameisenhaufen. Oh, und Sephiroth, da scheint jemand zu fehlen. Es klingt hart, aber wir haben keine Zeit zum Suchen. Wir können nicht zurück. Weiter. Ab jetzt gehen wir gemeinsam. Boah, dann gucken wir mal, wie wir ausgerüstet sind. Kann ich schaden? Okay, wir können... haben wir überhaupt Materia oder wie ist es jetzt hier? Nee. Präventivangriff, okay. Wir haben gar nicht. Was hat er denn alles? Wiederbelebung, Genesung, Erde, alle. Erde ist mit alle bei ihm verbunden. Hitze. Da könnte noch was rein. Alle mit Gewitter. Ich glaube, das verstärkt die Wirkung oder so, diese alle Materie. Kann ich mir vorstellen. Ja, ist dann so. Er kann alles und du kannst nichts. Mit 3264 HP, da kann uns ja nicht so viel passieren. Er macht automatisch alles. Okay. Sephiroth, der coole Gangster. Was auch immer hier kommt, er managt das schon alles. Was ist das? Eine geheimnisvoll leuchtende Höhle. Es muss die Makoenergie sein. Dieser Berg hat besonders viel davon. Deshalb wurde hier der Makoreaktor gebaut. Da geht's nicht weiter. Er macht das immer alles. Es ist voll cool. Ich meine, guckt euch das an. Boah, alle tot. Tada! So macht Final Fantasy Spaß. Nichts mehr tun. Das wäre dann auch langweilig, ne? Will ja auch irgendwie sich entwickeln können. Können wir hier lang? Nein. Dann gehen wir da durch. Wo sind wir? Ach so. Da leuchtet es schon. Und was ist das? Ein Makobrunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Darf sie da hingehen? Mit ihrem Gang. Wenn der Makoreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Materia. Wenn man Makoenergie kondensiert, dann entsteht Materia. Man sieht Materia nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Materia benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst Zolja und weißt nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Materia enthalten.
Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft? Hab ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er war voller Komplexe. Ein Makobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes? Hat man gerade eigentlich ihren Po gesehen? Hat sie darunter überhaupt nichts an? Sie hat sich doch gerade so nach vorne gebeugt. Endlich haben wir es geschafft, aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tifa, warte hier. Ich gehe auch rein, ich will es sehen. Er geht einfach, nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier lagern die Firmengeheimnisse von Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Ja, du musst draußen bleiben. Oh, ganz allein. Mann. Mit ihrem Gang. Dann pass lieber gut auf mich auf. Achso, ich soll da unten anscheinend langlaufen. Ah. Das ist Genova oder das Schloss geht nicht auf. Ich glaube, das ist auch so eine legendäre Szene jetzt, die kommt. Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud schließt das Ventil. War das nicht außen? Da waren doch so viele Räder. Nehmen wir da mal hin und schließen das Ventil. Wie uns geheißen wurde. Wo denn? Ich dachte hier. Nee. Doch da drinne? Oder wo? Ist das hier? Oh, geh doch da mal wieder rein. Soll ich das hier oben machen? Ach, das sehe ich im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!